Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 mit England. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, die Folge, irgendwie fast 65, 95, 65, 35, ich weiß es nicht mehr. Aber irgend so eine Nummer ist das wohl. Und ja, wir waren letztes Mal unterwegs und mussten ein bisschen Geld noch sparen, um uns eine Manufaktur zu kaufen oder so, ne? Genau, so war das. Ja, gucken wir mal, dass wir da ein bisschen Geld noch kriegen. Irgendwas ist hier mit den Ständen nicht in Ordnung. Da fehlt's an Loyalität. Die kriegen wir hoch, indem wir hier irgendwie so ein Land auswählen. Da will keiner was haben von. Da ist schon was. Da geht was. Die, wer war das denn jetzt? Handelskriegsgrund, okay. Sollen wir gerade noch mal gucken, die Bürger waren das, okay. Ne, knapp daneben ist auch vorbei. Wo war das denn jetzt? Da geht's auf jeden Fall. Dann die Bürger da rein. Und das reicht nicht, oder wie sehe ich das? So, da müssen wir noch mal. Das ist nur 38, oder was ist das jetzt? Kann ich so schlecht sehen, ist 38. Hier geht auch noch was. Und jetzt sind wir bei 42, dann ist das schon besser, ne? Gut. Haben wir 455. Dann haben wir Provinzansprüche noch. Picardie, Caen, Amont, Ministro. Das ist in Amerika wahrscheinlich da, die anderen Kolonien. Ja, denke ich mal. Hier haben wir keine. Können wir also, was machen wir denn hier überhaupt gerade? In Norwegen durch, okay. Und das ist immer noch Aragon, ne? Kriegsgrund gegen Werden. Okay. Gucken wir doch mal gerade hier rein, wie der Stand der Dinge ist. Ach, das ist immer noch schlecht. Lohnt sich eigentlich gar nicht, da irgendwelche Verbesserungen zu machen dann, ne? Komm, zack, abbrechen. Okay. Oh, ein Ruf zu den Waffen. Das ist jetzt der Holländer. Gut, dann pausieren wir. Mit Aragorn haben wir gerade hier Dingens. Ne, haben wir noch nicht gemacht. Okay, dann wollen wir das aber noch gerade da. Ja, das haben wir bestätigt. Burgund. Ah, Burgund hat den Krieg erklärt. Dann gucken wir doch mal, was da geht. Ja, wir haben da auch Möglichkeiten, wenn aber... Hier haben wir nur 10 Truppen. Die Holländer haben hier gerade Burgund, Frankreich. Das ist eine Verteidigung. Okay. Ja. Wo sind jetzt die Franzosen? Auch auf der holländischen Seite? Gegen Niederlande im Krieg. Ja, nützt nichts, ne? Akzeptieren wir mal. Ein bisschen unterstützen, ne? Elsass, Burgund, Schweiz, Trier und Friesland. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt hier übersetzen, ne? Und wo ist unsere Flotte? Da sind welche. Ja, unsere Flotte ist gerade im Übersee, kann das sein? Jo. Und die müssen wir verschiffen nach da. Und okay. Und lassen wir mal weiterlaufen.
Wenn wir nur gucken, dass wir da gerade ein bisschen schauen, dass wir unsere Truppen, ja, die kriegen wir hier rüber jetzt schlecht, ne? Könnten wir darüber wechseln? Die Holländer stehen da ja, ne? Aber das geht so nicht. Dafür müssen wir unsere Truppen, unsere Schiffe da haben wahrscheinlich, ne? Verteidiger des Glaubens. Okay. Ja, schlechte Uniform. Toll, dann sind wir 5% teurer. Moral runter. Toll, das läuft, ne? So, da sind die ersten 20 angekommen. Die schicken wir mal schon mal nach Kent. Und die da auch hin. Wie ist denn der Status hier mit? Ah, die sind auch 21. Ja, machen wir mal so. Ist aber niemand auf der Insel zurzeit, ne? Nein. Das ist auch gut. Sollten wir noch gucken. Die sind noch auf dem Rückweg. Und holen die. Ja, passt erstmal, ne? Es dauert natürlich eine Weile, bis die da sind. Bleibt nicht aus. Kann aber leider nicht rübersetzen. Da sind holländische, burgundische Schiffe, ne, oder? Ach, Burgund ist ja das hier, ne? Und Niederlande ist das. Okay, das haben die ja schon besetzt. Okay. Da kommen die letzten auch noch. Influenza, müssen wir Quarantäne setzen. Genau. Und die setzen wir mal darüber und sagen ja. Und lassen mal weiterlaufen. Kommen unsere Schiffe jetzt oder nicht? Wo sind sie denn? Ah, da unten. Alles klar. Gut. Boah, da laufen 39 rum. Du glaubst es doch nicht, oder? Ja, das ist dann schwierig, ne? Mit so vielen hier. Okay, und da kommen die 40. Und sind schon da. Ja, das verlieren wir dann mal ganz locker. So kriege ich die jetzt da nicht rübergezogen. Das muss mir mal einer erklären. Das ist doch wieder so ein richtiger Shit, oder? Okay. Wo sind die jetzt hingelaufen? Auf Schiff? Nee. Hat er die jetzt mal gerade eben vernichtet oder was? Kann das sein? Oh. Na toll alles. Sind die nach unten abgehauen? Nein, ne? Nee, die sind aufgerieben, ne? Kann doch nicht sein, oder? Nee, ist keiner dabei. Ja, hat auch gut geklappt, weil der Anführer hier drin sitzt und nicht bei den 30 Leuten. Ey, das ist doch sowas von doof. Ja, toll. So. 608 Taler, aber
Und drei davon fertig bauen. Laufen lassen. Holländer sind da. Unzufriedenheit geschürt, okay. So, da kommen die alle. Die marschieren schon mal hier hin. Okay. Die da auch hin, genauso wie diese zwei Einheiten da hin. Und wie lange dauern die drei Kanonen noch? Zwei, drei. Auch dahin. So. Okay. Gut. So, kommen da auch welche an oder eher nicht? Was passiert jetzt hier, bitteschön? Wäre ja mal schön, wenn da jetzt was passieren würde, ne? Dass die da mal einmal rüberkommen. Was mit denen hier? Die sollen da auch hin. Klappt das jetzt, oder? Auf dem Schiff ist keiner mehr. Das ist schon mal etwas. Die brauchen ewig, ne? Was ist jetzt mit diesen 12 Leuten hier? Gehen die da mal hin? So, jetzt haben wir 34,5. Endlich mal was passiert, ey. So, ich hätte gerne aber noch ein bisschen ausgehoben, weil reichen tut das noch nicht. 3 Kanonen. 4 Pferde und der Rest machen wir mit Dingens noch. So. So, dann wollen wir mal gucken. Wo ist er? Da hat er einen. Weiß nicht, die sind hier unten irgendwie beschäftigt mit Ferrara. Okay, das ist cool. Dann sind die nämlich geschwächt. Kriegsstand ist minus 13. Dann ziehen wir mal zusammen. Ne, kommen wir erstmal hier hin. Exzellenter Mister. Armeetradition, Marinetradition, militärische Macht. Und da ist das Prestige schon mal viel wichtiger, glaube ich. Ja, das nehmen wir das erste. Gut, Prestige ist wichtiger, glaube ich. So, weiter geht's. Die ziehen wir rüber. Die einen und auch verschiffen. So.
Da sind noch Kanonen wahrscheinlich. Vierunddreißig, okay. Die sind jetzt gerade rübergekommen. Einen. 41. Die drei bitte auch noch darüber. So, okay. Staatsmann Philip Smith. So, was haben wir jetzt hier? Nix. Die kommen da jetzt noch zu. Wir verlieren hier fürchterlich viele Truppen, ne? Kann das sein? Administrative Macht. Belagerung Picardy. Wunderbar. Das bedeutet, wir ziehen hoch nach Calais. Seeschlacht auch gewonnen. Da ist das ja gar nicht mal so schlecht, ne? 183 haben wir hier an Geld. Wir könnten mal gerade auf Schiffe gehen. Merchantman. Haben wir noch drei davon. Krieg erklärt, okay. Das ist auch schon erledigt, Picardy. Das ging aber flott. Jetzt geht das mal hier ganz schnell weiter. Minus 20 ist der Stand. Gewonnen. Unsere Schiffe sind gut. Okay, und da kommen 20 von denen. Wir bleiben mal stehen. Ah, die setzen sich da erst rein. Dann gehen wir da mal hin. Und warten ab, was passiert. Die sammeln sich natürlich jetzt gerade, oder? Ja, ja. Die haben jetzt 35. Da sind die Schweizer und helfen aus. Okay, und jetzt haben wir... Ja, und wenn die sich dann einen, dann brauchen wir nicht mehr drüber reden, ne? Und dann ist das schlecht. Die können hier rummarschieren und passiert nichts, ne? Das kann nicht richtig sein, oder? Das ist doch Blödsinn, ey. So. Ne, das ist jetzt hier verkehrt. Da war richtig. Truppen. Ausheben. Noch ein paar Mann können wir da holen. Okay, und uns greift aber noch keiner an. Wieder nach Calais. Besetzen wir wieder. Wir haben 3% Kriegsstand für uns diesmal. Vielleicht teilen wir die mal gerade. Nee, das ist doof. Schließen. Sind sie noch geeint? Warte mal, da oben kommt was rein. Staatsehe mit Skandinavien, die akzeptieren wir natürlich wieder. Da sind 5 und 1. Wir gehen mal dahin. Und lassen mal weiterlaufen. So. Vierer. Zehner. Ja, das sieht eigentlich ganz nett aus, ne? Angreifen machen sie nicht, ne? Okay. Kriegen wir die mal irgendwie? Ich glaube ja, ne? Irgendwo werden wir doch mal eine Schlacht jetzt kriegen, oder? Gewonnen. Wunderbar. Kriegen wir auch noch. Auch gewonnen. Okay, dann machen wir da weiter. Aber da werden wir mal gerade da reingehen und diese
Ah, die hauen jetzt ab, aber das war zu spät. Die kriegen wir noch. Die vernichten wir, die Schweizer waren das, ne? Oder Savoyen. Gut, dann da wieder hin. Wir haben 1% plus nur. Ist ein bisschen wenig. Müssen wir noch dran arbeiten, ne? Wo war denn hier ein Vorarzt? Sieht man jetzt wieder so schlecht, ne? Okay, da kommen jetzt ein paar mehr. Die müssten wir jetzt mal einmal erwischen. Tun wir aber nicht. Kriegen wir die jetzt wenigstens, die 12. Ja. Sind es zwar 23, aber unsere Moral geht natürlich total in den Keller, ne? Das kann natürlich wieder nicht sein, ne? Ja, das war's dann, ne? Super, da haben wir das verloren. Die haben sich zusammengetan und dann war das wieder toll, ne? So, und jetzt haben wir die nicht mehr, ne? Das läuft immer wieder richtig gut. Das kannst du in eine Tonne treten, weißt du das? Unsere Leute sind ins Nicht verloren gegangen. Die Schweizer sind raus. Mhm. Dreißig kriegen wir von dem Betrag bei den Schweizern. Mhm. acht Prestige kriegen wir dazu, okay. Hol auf. Ja, nützt auf der anderen Seite nichts, weil ja, bringt nicht so wirklich was, ne? Die können wir zusammenpacken, dann haben wir da einen mehr. Die drei holen wir hier runter. Und wo sind unsere Leute? Das ist die Frage. Haben wir jetzt keine Truppen mehr? Sind die alle aufgerieben? Ne, irgendwo müssen die sein, oder? Aber wo stehen die? Sind die noch drin oder was? Nee. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Ach, da laufen sie rum. Alles klar. Ja, wenn die da unterwegs sind, ist das auch schön, ne? Ja, die Schweizer sind raus. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die anderen noch raus. Elsass war auch dabei, ne? Da müssen wir, ja, okay, die laufen erstmal weg. Da kommen wir erstmal nicht anders hin. Gut, aber ich denke mal, jetzt bleiben sie stehen. Und wer ist das hier, der das besetzt? Durch Niederlande besetzt. Okay, deswegen haben wir einen Stand, der eigentlich relativ noch gut ist. Ja. Religiösen Führer. Papsteinfluss, Prestige kriegen wir dazu. Hier verlieren wir. Ich möchte kein Prestige verlieren. Dann möchte ich lieber mehr haben. Dann passt das. Aber ich würde sagen, hier machen wir erstmal eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.